Die Stadtautobahn 100 soll von Neukölln nach Treptow verlängert werden. Über 400 Millionen Euro will man in Beton gießen, damit man den Träumen von einer autogerechten Stadt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts um 3,2 Kilometer näher kommt. Für hunderte Menschen bedeutet der Autobahnbau den Verlust von Wohnung und Garten, für Tausende mehr Dreck und Lärm und ganzen Stadtvierteln wie hier in Treptow und Friedrichshain droht der Verkehrskollaps. Trotzdem könnte man denken, dass die Menschen, die direkt an Stadtautobahnen leben, wenigstens von steigenden Mieten verschont werden. Vor einem Jahr wurde dies von Topos zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse der Studie in Kurzform. Je näher die Wohngebäude an der Stadtautobahn stehen, umso schlechter ist die Erhaltungszustand. Außerdem fehlen in mehr als der Hälfte der Wohnungen Lärmschutzfenster. Trotzdem sind die Mieten auch direkt an der Stadtautobahn nicht besonders niedrig. Dafür ist die Arbeitslosigkeit fast doppelt so hoch wie in Wohngebieten ohne Autobahn vor der Haustür. Die an der Stadtautobahn wohnenden Menschen, die nicht arbeitslos sind oder noch nicht arbeitslos sind, haben deutlich geringere Einkommen bzw. geringere Renten. Sie haben ein um fast 50% höheres Armutsrisiko und sie besitzen oft selbst kein Auto. Statt um sachliche Argumente geht es unseren Politikern nur noch darum, ihr Gesicht zu wahren. Eigentlich sollte für die A100 von der Köln nach Treptow bereits Baubeginn sein. Aber unsere Proteste haben dazu geführt, dass erst nach der Abgeordnetenhauswahl am 18. September über den Bau entschieden wird. Trotzdem wird getrickst und die Planung der Betonpiste derzeit mit Millionenbeträgen vorangetrieben. Und es kann jederzeit mit dem Bau begonnen werden. Was für eine Politik. Wir lassen uns nicht veräppeln, weder vor noch nach der Abgeordnetenauswahl. Wir gehen nicht weg. Wir lassen unseren Lebensraum nicht zubetonieren. Wir wollen keine Autobahn und keinen Megabeton in Berlin. Wir fordern eine nachhaltige, menschengerechte und ökologische Stadtentwicklung und Verkehrspolitik für alle und wir wollen an den Entscheidungen beteiligt werden. Wir zeigen Herrn Hobereit und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar, hopp, 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 A100 Stopp. A100-Piste in die Mottenkiste. A100-Piste in die Mottenkiste. Aktuelle Infos findet ihr auf unserer Webseite stopp-100.de und beim Aktionsbündnis 100 Stopp www.100stopp.de. Vielen Dank.